Sie sind hier, seit November 2018, 21.28 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern mit seinem 18. Titel bei deutschen Meisterschaften sicherte sich Patrick Beckert auch die Weltcup-Norm Urheberrecht Getty Images. Bei den deutschen Eisschnelllaufmeisterschaften in Insel siegt Patrick Beckert über 5000 Meter und holt seinen 18. Titel. Claudia Pechstein ist nicht am Start. Eisschnellläufer Patrick Beckert hat bei den deutschen Meisterschaften in Insel seinen insgesamt 18. nationalen Titel geholt. Der Olympiasiebte aus Erfurt setzte sich am Freitag im Rennen über 5000 Meter in 6,19,53 Minuten klar vor Felix Mali, 6,26,61. Durch das war ein solider Lauf, knapp unter 6 Uhr 20 Minuten, wie ich es wollte, sagte Beckert. Damit knackte Beckert genauso wie Mali die Weltcup-Norm. Sprinter Nico Ihle gewann über 500 Meter seinen insgesamt 13. Titel bei deutschen Meisterschaften. Der Olympia-Achter aus Chemnitz war in 35,18 Sekunden genauso schnell wie Joel Dufter. Das ist eine super Zeit, und schneller als in den letzten Jahren hier zur gleichen Zeit, sagte Ihle. Pechstein nicht am Start im 1500m-Rennen der Frauen siegte Gabi Hirschbichler in 1,58,90 Minuten. Die fünfmalige Olympiasiegerin Claudia Pechstein trat aufgrund von Rückenproblemen nicht an. Der Weltcup-Auftakt erfolgt in 2 Wochen im japanischen Obihiro, 16. bis 18. November, von Sportinformationsdienst.